Was geht? Herzlich willkommen hier back to Cake TV Uncut. Junge, heute wieder mit Fizzy. Ich bin nämlich überhaupt nicht rassistisch. Wir reagieren heute auf Kaiser. Der hat nämlich ein Video gemacht, dass Tilo einen ehemaligen Fan auf Twitter gedoxt hat. Twizzy weiß noch gar nichts davon. Ich als Twitter-Mogul habe natürlich schon alles mitbekommen. Kommt doch in die Cake News auf jeden Fall. Und ja, wir sind gespannt, was er gemacht hat. Ne? Kannst du dir vorstellen, was denkst du, was hat Tilo gemacht? Nur Positives, der wird ja niemals was Negatives. Eben. Seit ein paar Wochen steht der Rapper Tilo gefühlt jeden Tag in Kritik. Einmal geht es um den Besitz von Sprite mit Lebensmittelfarbe oder Ahoi Brause. Einmal geht es um den Besitz von kleinen Gegenständen, die Piu Piu machen, ja, und dann um andere Sachen, die mich entpolterisieren werden. Doch mit der Zeit schraubt er seine Eskapaden leider immer weiter in die Höhe, sodass es so weit gekommen ist. Ja, stimmt, die Geschwindigkeit ist noch oben, ne? Ja, und den Commander-Krieger-Filter an. Dass er vor kurzem auf Twitter einen Fan von ihm gedoxt hat, weil er ihn für diese Aktionen kritisiert hat. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr wisst, warum macht man das überhaupt? Ihr wisst sehr, worum es geht. Es geht um Tilo, ja? Und da muss ich ganz ehrlich, da muss ich an der Stelle auch mal wieder den Vertrauenslehrer-Modus auspacken, ja? Was ist genau passiert? Tilo Panier, aka Tilo, ist ein deutscher Rapper, der seit zwei... Kriegt man den Gucci-Scheiß so? Ich glaube nicht, oder? Sieht einfach aus wie Woli. auf Deutsch rappt. Und er hat letztes Jahr seinen richtig großen Durchbruch gehabt mit Songs wie Sehnsucht oder We Made It. Die haben, Digga, die haben zusammen einfach über 200 Millionen Klicks auf Spotify. Ich finde die Songs Retalk richtig gut so und ich habe auch mit Tilo überhaupt kein Problem so. Ich finde ihn als Künstler sehr, sehr talentiert. Aber abgesehen von seiner Musik ist er halt auch einfach dafür bekannt, wie er mit... Was sagst du zu Tilo als Rap-Mogul so? Überkrass. Geile Gesangslinien. Bei ihm wirkt der Autotune-Effekt nochmal ganz anders als bei anderen Künstlern und ja, Sehnsucht, absoluter Hit, ne? Da ist halt wieder der gedrückte Twizzy. Sehnsucht, absoluter Hit. We Made It ist cool und ich fand We Made It und Sehnsucht fand ich auch krass. Crushen aber fand ich auch richtig gut. Crushen ist okay, ja, so Mittel, aber Sehnsucht super. Und We Made It ist krass, wirklich. Oh. Umgeht, super. Ja. Ah, das ist jetzt im Rap-Game auch nichts Besonderes. Aber bei den Boys ist es auch wirklich ein sehr, sehr prägnantes Thema. Also es ist halt auch echt, was er rappt. Er ist, soweit ich weiß, jetzt im Moment gerade auf Entzug. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe sehr, sehr viel Respekt davor, dass man so offen damit umgeht. Und so zum Beispiel, ich habe jetzt kein Problem mit dem Thema an sich. Allerdings ist halt diese Glorifizierung und dieses Coolmachen von Konsum schon eine fragwürdige Sache. Zu der Situation hat auch schon Aber macht er, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich habe selber mit Tilo mal geredet, eigentlich in Songs und so weiter. Er stellt das schon eigentlich immer als was Negatives da. Gut, jetzt bei der Polizeikontrolle hat er irgendwie gesagt, ja, die haben gar nicht alles gefunden, wir haben noch voll viel. Gut, das muss natürlich nicht sein. Aber so in Tracks und so weiter, finde ich, bringt er schon oft Lines, also wo es eigentlich als was Negatives dargestellt wird, ne? Bei Sehnsucht ja auch. Er sagt ja quasi, dass es halt doof ist, dass er Drogen nimmt und da seine Freundin verliert, blabiblub. Also eigentlich geht er schon damit um, dass das echt nicht gut ist. Es ist ja eher auch Berichterstattung. Er sagt ja dann, yo, ich mach grad das und das, das und das und ist dann halt einfach real und sagt halt, was er halt durch hat. Ja. Nicht nachmachen, Kinder. Ich habe wieder ein Video gemacht und er hat auch gemeint, yo, Tilo meint, das ist nicht cool, wenn man das macht. Aber gleichzeitig postet er halt Videos und Bilder, wo er das wirklich, also schaut sich das an. Ihr habt gesehen, wie ich mit Lando noch einen Song gemacht habe. Wir haben ein bisschen was reingekattet, nicht so viel geleakt und so. Ich habe eine Menge gefressen, Digga. Wir werden eine lustige Show haben, das. Champignons. Ja gut, okay, das ist halt schon. Erstmal kleine Shoutouts an die Jungs von auch sehr nice. Ich habe mich heute dazu entschieden. Ja gut, okay, da habe ich jetzt natürlich auseinandergenommen. Zu rauchen. Das ist auch wirklich super lecker, Alter. Könntet ihr das hier sehen? Oh, okay. Ja, nee, das geht gar nicht von Tilo. Ja. Also warum verherrlicht er sowas? Und ja, das geht gar nicht, ja. Schon irgendwo kontraproduktiv. Wir wussten schon immer, dass Tilo ein Falscher ist. Wenn du davon abrätst, aber gleichzeitig diese leicht verherrlichenden Bilder und Videos wirklich, postest einfach keine Drogen, auf deinen Social Medias wie, keine Ahnung, Instagram, Twitter, Togo.de. Und safe, in erster Linie ist es auch mal komplett er als Person, aber sind wir uns ehrlich, es ist halt auch einfach das Image, was Hand in Hand mit ihm halt einfach geht und das funktioniert gut, es funktioniert sehr, sehr gut. 2018 habe ich angefangen. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob er das jetzt selber so als Image sieht, wie gesagt, er macht ja Entzüge, ne, also ich kenne auch Leute, die solche Sachen genommen haben, so ein Entzug ist halt wirklich hart, ne, und auch generell dann komplett davon wegzukommen ist ja nochmal härter, so selbst wenn du da irgendwie clean bist, ne. Gerade wenn man bedenkt, wie jung er noch ist einfach. Ja, und dann wahrscheinlich sieht auf jeden Fall auch ein paar Jahre älter aus, ja, als er ist. Und dann halt auch natürlich falsche Freundeskreise, ne, die du ja auch nicht einfach raushaust, ne, die dann auch sowas nehmen, die dich vielleicht nochmal dazu anstacheln und so, ist schon wirklich sehr gefährlich auf jeden Fall, ne. Also Musik auf Spotify. Und wie ihr seht, habe ich Big Pada gemacht, Bruder. 2020 von 500 Euro im Januar zu 4.000 im Dezember. 2021 hat der Januar mit 4.500 gestartet. Junge. Im Dezember ist mit 70 gegangen. Das ist jetzt auch ohne Live-Shows, ne? Also am Wochenende mache ich eigentlich auch immer so ein 40er oder so. Jetzt gehen wir auf 2022. Das war sehr wild. Alter, Junge. Das ist schon lecker auf jeden Fall.
Das war halt, hier war halt so überhyped, ne? Das war so, guck mal, es gibt immer Leute, also die so Geld verdienen, ne? Und so, aber die nie Bargeld mit haben. Und so, bist du ein Typ, der immer viel Bargeld mit hat oder gar nicht? Gar nicht. Okay. Sehnsucht, Auszahlungen hier. Okay, Tino, ich natürlich das was in ist der Tasche, ja alles gut und schön, aber ich habe mal eine Frage. Du willst mir erklären, dass ich keinen Einfluss auf den Konsum von anderen Leuten habe. Wie viel? Wie willst du mir dann das hier erklären, ha? Spaß beiseite, das Drama auf Twitter ist wegen einer ganz anderen Sache eskaliert. Und zwar wegen diesem Tweet hier. 14.05.2023, das war der Sonntag letzte Woche, hat er geschrieben, Freitag Handy um, das bei der Clubshow ist mir beim letzten Song We Made It beim Todesrumspringen die Wasserpistole runter ins Hosenbein gerutscht. Ha! Dann stand ich da kurz mit so zusammengekniffen. Ja, warum läuft der immer mit Waffe rum? Ich versteh's nicht. Dem wurden auch schon zwei abgenommen. Warum? Was? Also, was hat was? Er so einen Fetisch. So James Bond-mäßig. Das macht gar keinen Sinn. Weil also, der nicht gleich unten aus der Hose rausfällt. Haha, glaubt, das hat for real keiner gepeilt. Wisst ihr, beim Bundesheer damals haben sie uns eine Sache immer und immer wieder gesagt. Und zwar, Männer, passt auf, dass eure Waffe immer ordnungsgemäß mitgeführt wird. Vor allem dann, wenn ihr gerade on stage seid und performen müsst, ja? Ist das verständlich? Es macht für mich halt einfach keinen Sinn und es zeigt mir auch irgendwo, dass es ihn nicht mal interessiert, dass vor nicht mal zwei Monaten die Beamten ein Verfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln, Verstößen gegen das Waffengesetz, Beleidigung und Bedrohung eröffnet haben. Digga, das ist nicht ja, Beleidigung ist ja echt unnötig. Ja, Beleidigung ist echt peinlich, aber der Rest ist halt schon... Der jetzt kommt halt vor... Der landet doch safe auch im Knast irgendwann, also... Hey, Monate her. Vielleicht habt ihr das sogar mitbekommen, dass er in seinem Tourbus eine Schreckschusspistole mitgeführt hat, wofür man in Deutschland eigentlich den kleinen Waffenschein benötigt. Wichtig zu unterscheiden, fürs Erwerben und Besitzen brauchst du in Deutschland keinen Waffenschein. Es geht hier nur ums Mitführen, ja? Also wenn es jetzt bei ihm zu Hause passiert wäre, dann hätte er dafür keine Probleme bekommen. Aber abgesehen... Ach, echt? Soll ich mir auch eine holen zur Verteidigung, ne? Hast du doch. Ja, die paar. Davon ist es eh wurscht, wenn man jetzt gegen das Gesetz verstoßen hat, dann wird in dieser Tweet auch nicht gerade bessere Aussichten verschaffen. Stopp! Apropos gegen das Gesetz verstoßen. Ich wollte fürs Editing ein paar Videos raussuchen und hab was gefunden. Bruder, ich bug's einfach nicht. Ey, Junge, pass auf, in seinem Silvester... Du verträgst ja gar nichts. Mr. Vlog feiern sie eine Party in irgendeiner Wohnung und gehen dann raus auf den Balkon. Hier kann man den Balkon am Tag sehen. Also es sind überall irgendwelche Wohnhäuser. Und guess what? In der Nacht geht Tilo einfach raus auf den Balkon und feuert mindestens 4 Schüsse mit einer Handfeuerwaffe in die Luft ab. Ich kann es euch jetzt... Vor allem, dass man das dann noch filmt. Ja, das ist ja noch dümmer einfach. Also wirklich. Also die Jungs haben wahrscheinlich so eine richtig gute Zeit, die beste Zeit ihres Lebens, so was das angeht. Ne, können machen, was sie wollen, so geldtechnisch jetzt gesehen. Aber ich frage mich, ob Tilo, ich wünsche es ihm auf keinen Fall, weil er krasser Künstler, ob er es in den Club 27 schafft. Ja, ich glaube, vorher landet er im Knast, glaube ich. Ja, da besorgt man sich auch Drogen. Ja, okay. Sich zeigen, weil in den Guidelines steht, Verwendung von Waffen außerhalb einer kontrollierten, sicheren Umgebung darf man nicht im Video haben, sonst wird es entmonetarisiert. Aber keine Sorge, meine Freunde, ich habe weder Mühen noch Kosten gescheut, um die ganze Szene so realitätsgetreu wie überhaupt möglich nachzuanimieren. Let's go! Junge, Alter, da schießt der echte Yo, das war ja krass. Nochmal kurz als Recap. Ja, Tilo wurde letztes Jahr schon eine Schreckschuss-Wasserpistole abgenommen. Dann vor 2 Monaten wieder. Dann hat einer am Konzert mit dabei und verliert sie halb beim Performen. Und all das, während auf YouTube Videos existieren, wo er hardcore gegen sämtliche Gesetze verstößt. Ich gehe jetzt mal vom Bestfall aus. Und zwar, dass Tilo am Abend vom 31. Dezember komplett clean war. Selbst dann ist das ungefähr die dümmste Aktion, die ich seit langem gesehen habe. Zurück zum Video. Genau dieser... Ich check sowas auch irgendwie nicht, weil du musst doch auch selber wissen, wie viel das kaputt machen kann. Also es muss ja irgendeinen Grund haben, warum er die Waffe dabei hat. Also ich weiß nicht, ob der irgendwelche so, also einfach, weiß nicht, so psychische Probleme hat, dass der Angst hat, dass er geschlagen wird oder so und dafür die Waffe als Verteidigung irgendwie nutzt. Das macht auch keinen Sinn. Da sind doch auch 50 andere Leute von ihm, oder nicht? Also da wird ja nichts passieren. Ja, Security ist genug dann. Ja, also ich verstehe das nicht. Also er macht sich damit ja so viel kaputt. Ich weiß nicht, was hier Sinn sein soll. Tweet, vielleicht, weil die Amis, die pullen den Trigger ja immer. Vielleicht, weil er diesen Ami-Film fährt. Dieser Umgang wurde vor ein paar Tagen von dem Twitter-User Kai Ruß kritisiert. Der hat auf den Post geantwortet mit, mir fällt nichts mehr zu den Typ ein. Und jetzt kommt der Catch mit der ganzen Sache. Kai Ruß, oder wie auch immer man den Haberer ausspricht, war Fan
von Tilo. Er war sogar so ein großer Fan, dass er sich mal was von Tilos Merch bestellt hat aus seinem Shop und da hat er halt offensichtlich seinen Namen, seine Adresse, seine Telefonnummer angegeben. Und Tilo hat blöderweise genau diesen Tweet gesehen und war so extrem offended in dem Moment, dass er sich gedacht hat, yo, ich suche jetzt einfach mal deine Daten raus und poste die öffentlich auf Twitter. Genau das hat er gemacht mit den Worten jump him. To jump someone kann man ungefähr mit den Worten über jemanden herfallen übersetzen. Ja, bitte merkt euch das. Es kommt zur nächsten Wiederholung. Im Zusammenhang damit, dass er gerade seine Adresse geleakt hat, ist es halt eine direkte Aufforderung, einfach, ich weiß nicht, zu ihm nach Hause Pizzen zu schicken oder zu ihm nach Hause zu fahren und zu klingeln und zu sagen, hallo, du bist ein Arschloch. Es ist aber unfassbar fahrlässig, gerade in seiner Rolle. Und das allein deswegen, weil sich herausgestellt hat, dass der Typ, den er eigentlich doxen wollte, gar nicht mehr dort wohnt. Das ist nicht mehr seine Wohnung. Also eventuell ist dort jetzt irgendjemand anders eingezogen und der hat jetzt Ärger deswegen, weil Tilo kritisiert wurde auf Twitter. Wisst ihr was? Ganz kurz an der Stelle. Können Sie vielleicht schnell nachschauen? Keine Ahnung, wenn der ihn anzeigt, wenn die Anzeige, glaube ich, auch noch dazu kommt, also dann muss auch irgendwann mal Knast, oder? Also, boah, ich weiß nicht, das auf alles jeden Fall, denkt immer dran, wenn ihr da Pizza hinbestellt, immer bezahlen per PayPal, ja. Man sie auch essen kann. Du bearbeitest dann das Video und machst die Adresse dann noch rein von dem Typen. ich verstehe das nicht wirklich. Boah, also, der arme Alter. Ja, vor allem stell dir vor, der würde da noch wohnen. Also er müsste ja wirklich Angst haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Tilo Fans sitzen, sei es zwölfjährige Kinder, denke ich mal, größtenteils. Aber trotzdem weiß der nie, ob da nicht irgendein Volk da in der Nähe wohnt, der dann da irgendwie Stress macht oder so. Ne? Also, wie ist das? Du bist doch Anwaltstv. Wenn er quasi diagnostiziert kriegt, dass er so kaputt ist von den Drogen, dass er gar nicht genau weiß, was er tut, wird er dann dafür trotzdem belangt oder kann er das auf Also, ich glaube, kann er machen, ja. Aber da muss er halt irgendwie auf jeden Fall in eine Psychiatrie oder so, glaube ich, unzurechnen, wenn er unzurechnungsfähig ist. Lieber Psychiatrie oder Knast, schreibt es in die Kommentare. Oh, schwierig. Finde ich mega nice. Manchmal vergisst man das und dann verpasst man einfach meine Videos und die sind halt saugut, ne? Ja, das war schon alles. Ich wollte nur kurz checken. Na, direkt drauf ist Tilo jedenfalls aufgefallen, dass das die alte Adresse von dem Dude war. Deswegen hat er 5 Minuten später den Tweet gepostet. Dann warte, bürgerlicher Name. Ich besorge die New Adresse oder hier wenigstens Nummer schon mal. Dann hat er die Nummer gepostet. Dicker. Top. Einfach back. Boah, der hat sich ja wirklich richtig damit beschäftigt, ne? Das war ja nicht mal so eine Affekthandlung. Sondern er hat ja wirklich irgendwie nach der Adresse geguckt, hat ja wahrscheinlich bei dem Merch-Shop irgendwie nachgefragt, dann irgendwie noch einen zweiten Tweet rausgehauen, Minuten später und so. Also, du Backdoxing so in dem Fall. Der muss ja wirklich auf 180 gewesen sein in dem Moment, irgendwie zu Hause. Er muss ja richtig rumgeraged sein, schon so rumgelaufen, so auf und ab. Ich kann es auch null nachvollziehen, ne? Weil mir fällt nichts mehr zu dem Typ ein. Das ist auch jetzt nicht so die ultrakritische Aussage. Also so oder so wäre es halt never gerechtfertigt, ne? Aber Tilo bekommt safe heftigere Kommentare als das. Ja, jedenfalls, was ist danach passiert? Tilo hat nach ein paar Minuten die Tweets wieder gelöscht und dann geschrieben. Hab mit dem Dude auf Insta geschrieben und mich entschuldigt fürs Leaken. Bin einfach nur mal wieder durchgedreht und wollte Tote sehen. I'm sorry, lass den Jungen alle einfach in Ruhe. Soll er posten, was er will. Bruder, pass auf. Ich finde, also klar, man kann das in keinster Weise gut reden oder so. Aber wenigstens so real, dass man sagt, ey, ich bin halt Bibbe im Kopf und... Ne, übers Ziel hinausgeschossen und wenigstens das schreibt. Wenigstens. Also es ist relativiertes Null, ne? Aber wenigstens. Das ist noch so ein Haar wenigstens. Vielleicht hat er auch wenigstens noch eine Spende per PayPal bekommen, das wäre das Mindeste. Milo, wir lieben dich, aber solche Aktionen zerstören deinen Ruf. Yeah, I know, aber ich raste nun mal sehr, sehr schnell aus. Und dann mache ich immer einfach, was ich will und gib keinen egal wie dumm die Aktion eigentlich ist. Die Entschuldigung von Tilo hat er dann als Voice Message per DM bekommen und ich blende es jetzt nicht ein, ja, weil ich nicht davon ausgehe, dass das mit Einverständnis gepostet wurde. Was soll ich ihm tun? Na, ich bin immer noch im Vertrauenslehrermodus und ich sag's euch, wie es ist, ja. Ich habe mir den ganzen Johannes, ich habe den ganzen Lachs reingezogen. Das war, ja, ich sag mal, weniger so eine Art Entschuldigung, sondern mehr so eine Art Rechtfertigung und so. Das haben auch die Leute in den Kommentaren mehrfach geschrieben. Es ging mehr in die Richtung von, ja, ich bin halt ein bisschen durchgedreht, so, dein Name kam mir eh schon ein bisschen bekannt vor. Ich dachte, du bist nicht ganz koscher und ja, was soll ich sagen? Ja, da habe ich halt deine Adresse gelegt und wollte halt, dass die Leute dich schlagen. Na, also mein Gott, das kann ja mal passieren. Wissen die es mit dem Kampf hier? Hast du das schon mal gesagt? Was? Mit Tilo? Nee. Darf man das sagen? Ja. Ja, sag. Ach so, doch. Leon Mascher wollte mal, dass ich gegen Tilo in den Ring steige bei Universum boxen. Aber Tilo wollte nicht. Tilo würde ich so für dich machen. Auf jeden Fall. Er hätte dich weggeboxt. Digga. Nee, glaube ich safe nicht. Safe hätte dich erst hinterhältig. Ja, Straße, Bruder. Ja, aber wir kriegen ja safe dann noch 3-4 Monate Vorlaufzeit und ich würde die nutzen. Ich glaube, Tilo würde halt Drogen nehmen. Ich glaube, der würde komplett auf 10 Benzos. Wenn ich dann verliere, wäre es peinlich. Dann kann ich mich löschen.
Ah ja, sorry. Das waren jetzt nicht die exakten Worte, die er gewählt hat, aber ich sag mal so, an eine Simex-Entschuldigung kommt schon ganz gut ran. Deswegen, Kyle Roos hat ja nicht wirklich Bock auf die ganze Sache und hat getweetet, weil viele schreiben, ich soll Tilo anzeigen. Das werde ich nicht machen. Ich weiß, dass ich damit durchkommen würde, dies, das, aber da es sowieso meine alte Adresse war und mich auch keiner angerufen hat, ich somit keine Auswirkungen hatte, werde ich davon absehen. Okay, krass. Ich weiß... Ja, ist korrekt. Ich hätte ihn noch. Ich wäre komplett zivilrechtlich dagegen vorgegangen. Hey, aber Digga, so gegen dich gehen manche Leute vor, die, wo du sagst, dass die dumm sind. Ja. Und sonst was. Also, krasser Typ. Auch, vielleicht hat er sich auch so gedacht, ey, okay, der ist gerade so im Drogensumpf etc. Ich habe gar keinen Bock, da noch was draufzulegen und so. Ja, aber manchmal müssen solche Leute ja komplett auf den Boden fallen, bis die mal klarkommen im Leben, ne? So ja, klar, da steht auch so, er hätte alles Recht dazu gehabt, ne? Aber trotzdem finde ich so, zeigt schon Charakter, Alter. Ja, ich weiß nicht, ich hätte wenigstens geredet, dass man irgendwie, wer soll einen Tausender per PayPal schicken, wenn er da 250.000 im Monat mit Spotify macht? Wäre das mindestens, ne, so ein Entschuldigungsgeld. Also, Entschuldigungsgeld. Dass jetzt viele Leute auch angepisst sind auf ihn, weil sie meinen, yo, Tilo muss Tilo einfach seine gerechte Strafe bekommen. Andererseits, er ist das Opfer, er trägt die Konsequenzen, er muss entscheiden, wie er damit umgeht. Ich persönlich hätte ihn schon angezeigt, aber wie gesagt, ja, ich bin nicht der Geschädigte in der Situation und im Endeffekt, wenn der Typ das wirklich nicht zur Anzeige bringt, dann hat Tilo so ein verdammtes Glück gehabt, weil Real Talk, selbst Tanzverbotsanwalt, ja, wird das durchbringen. Tilo hat dann nochmal geschrieben, I know, Money macht das nicht gut mit dem Loot, ja, aber I don't know, bro, for real, sorry einfach. Und dann hat er ihm 1.000 Euro überwiesen. Ja, keine Ahnung. Also falsche Aussage, Bruder. Wieso? Er hat ihn nur 900. Ja. No. Nein, Spaß. Wenn du mal Bock auf Beef hast oder so. Anscheinend hat er auch eine saftige